Wir haben so ein Glück. Also ich muss die ganze Zeit daran denken, dass Mike Tanjas große Liebe war. Weil wenn sie wüsste. Momentan ist es, glaube ich, besser, dass sie nichts von seinem Tod erfährt. Naja, wegen so, dem Kind. So emotionaler Stress, das könnte jetzt wirklich nach hinten losgehen. Ja, ja, sie sollte sich erstmal nur auf sich und ihr Kind konzentrieren und dann. Ja? Hallo, zwei. Hallo, Tanja. Stör ich? Nein. Setz dich doch. Nein. Ich habe nämlich jetzt die ehrenvolle Aufgabe, deine zukünftige Frau zu entführen. Mich? Mich? Wohin? Also deinen Junggesellenabschied. Da komme ich mit. Ich bin auch Junggeselle. Junggesellin, da sind nur Frauen, setz dich hin. Da kann man sicher eine Ausnahme machen. Nein. Schade. Wieso, was habt ihr denn vor? Ja, das würde mich auch interessieren. Das verrate ich euch aber nicht. Ah, einen Moment. Tschüss. Hey, ich... Mach nichts, was du daheim umsonst kriegen kannst. Peter, den Fall haben wir schon einmal gehabt. Wenn Sie nicht drei Sachen auf einmal tragen können, dann nehmen Sie bitte einen Kofferwagen. Dafür haben die Dinger doch. Und jetzt räumen Sie das bitte anständig ein. Anständig, habe ich gesagt. Grüß Sie, Gott. Anständig, habe ich gesagt. Und dann gehen Sie zu dem Gast und bieten Sie ihm an, alles waschen zu lassen, ja? Das darf nicht wahr sein. Wirklich, manchmal. Was ist denn? Ach, der Peter, manchmal stellt er sich wirklich. Du, wie macht sich eigentlich der Neue? Der Ben? Hä? Du, der ist wirklich super. Der ist so tüchtig, das glaubst du gar nicht. Ja, stimmt. Ich glaub's nicht. Wieso? Also, der ist ein Glücksfall für den Fürstenhof. Der ist ein Computergenie. Den, wenn ich nicht gehabt hätte, als mir das Programm abgestürzt ist. Doch, kann ja sein, dass der was von Computern versteht. Aber ehrlich gesagt, der Kerl ist mir völlig unsympathisch. Wirklich? Du, und der hat seinen eigenen Onkel beklaut. Was soll man denn von so einem halten? Ja, das Geld hat er sich ja eigentlich nur ausgeliehen. Und unordentlich ist der. Ich verstehe die Tanja nicht, dass die den bei sich aufgenommen hat. Also, Hildegard, du kannst doch einen jungen Menschen nicht so einfach verurteilen. Du kennst ihn doch gar nicht richtig. Ich will den noch gar nicht näher kennenlernen. Ach so? Ja, das ist jetzt schade, weil es ist nämlich so. Ja? Also, der wohnt ja nicht mehr bei der Tanja. Mhm. Und da habe ich ihm halt angeboten, dass er vielleicht bei uns wohnen kann. Nein. Doch. Jetzt will ich dir mal was sagen. Damit machst du mir eine Riesenfreude. Das hast du gut gemacht. Du bist so gemein. Bisschen Strafe muss das sein, wenn du es mir schon nicht erzählst. Ja. Aber der Ben hat es mir gesagt. Und jetzt kommt doch endlich mal ein bisschen Leben in unsere Hütte. Allerdings, wenn der Ben bei uns ist, wenn die wüsste, dass der Mike nicht mehr lebt. Also das ist vielleicht wirklich besser, wenn sie später erst erfährt. Die hat mir gerade noch erzählt, dass das die große Liebe ihres Lebens ist. Mhm. Weißt du eigentlich, wer die große Liebe meines Lebens ist? Ständig nur. Okay. Auf jeden Fall denke ich, Robert wird entzückt sein. Wir haben uns diese Junggesellenabschiede erwartet. Nein, sag sie bloß nicht. Was? Nein. Was? Nein, ein Abend mit Orgien und Strippern. Ja. Entschuldige, aber das glaubt der Mini. Ja, wenn du immer so anständig bist, du. Ja. Okay. Warte. Wir machen noch was ganz Verrücktes. Wir gehen in die Dorfdisco und dann bieten wir. Wir tanzen nur mit hässlichen Männern! Was?
Nur mit hässlichen Männern? Ja. Okay, pass auf. Seid ihr bereit für neue Schandtaten? Na klar! Wir gehen ins Restaurant und bessern unsere Hochzeitskasse auf. Ja, und wie? Ja. Mit einer Auktion. Gut. Was versteigern wir? Kasse! Kasse! Ja! Echt? Ja! Okay! Auf ja. Gut. Habe ich hereingesagt? Die Bestellung für den Fischlieferanten muss dringend gefaxt werden. Okay. Geben Sie her. Ich mach das vielleicht doch lieber selber. Nicht, dass mir noch jemand was dran ändert. Machen Sie sich doch nicht lächerlich. Ach, ich habe da von der wundersamen Vermehrung der Winterdecken gehört. Und da ist mir wieder eingefallen, was ich heute Morgen gesehen habe, als ich an Ihrem Büro vorbeigegangen bin. Ja? Ja, da hätte ich mal noch eine Frage. Sind Sie wirklich sicher, dass ich keinen Sous-Chef bekomme? Ich hatte bei Ihnen gleich so ein ungutes Gefühl. Das ist Ihre Entscheidung. Entweder Sie setzen sich dafür ein. Oder? Oder ich kann nicht garantieren, dass ich das, was ich heute Morgen gesehen habe, für mich behalte. Das Gebot liegt bei 10 Euro. 10 Euro für einen Kuss von dieser wunderschönen jungen Frau, Samia. Wer bietet 10 Euro? 10 Euro. 10 Euro sind geboten. Wunderbar. 10 Euro sind geboten. Hör ich mehr. Wer bietet mehr? Wer bietet mehr? Hör ich mehr. Hör ich 20. Hör ich 20. 20 Euro. 20 Euro. 20 Euro. Hör ich mehr. Hör ich mehr. Hör ich mehr. 20 Euro zum Ersten. Zum Zweiten und zum Dritten. Das Geld. Das Geld. Viel Spaß euch zweien, hä? Jawohl. Als nächstes steht ein Kuss von Leonie zum Gebot. Hör ich 10 Euro? Hör ich 10 Euro? 10 Euro. Komm, 10 Euro. 10 Euro sind geboten. Hör ich mehr? Hör ich mehr? Hör ich 20? Hör ich 20? Hör ich 20 Euro? 20. 20 Euro sind geboten. Hör ich mehr? Hör ich mehr? Hör ich mehr? Hör ich 30? 30. 30 Euro sind geboten. Wunderbar. Jetzt kommt Barbe ins Spiel. 30 Euro. Hör ich mehr? Hör ich mehr? 30 Euro. 30 Euro zum Ersten. 40. 40? Na wunderbar! 40 Euro, hör ich mehr, hör ich mehr. 40 Euro zum Ersten, zum Zweiten und zum... 500. Wie bitte? 500.